Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 19, dem Karrieremodus mit dem Hamburger SV und zusammen mit Jonas. Servus. Ja Freunde, wir befinden uns an Spieltag Nr. 27 mittlerweile, haben beim letzten Mal ja endlich mal wieder einen Sieg einfahren können, das ausgerechnet im ominösen Nordderby. Ganz spannende Geschichte, Freunde, sehr empfehlenswert, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. 3:2 am Ende die ganze Nummer, also wirklich auch spielerisch echt packende Nummer gewesen, also ja, war ein geiles Spiel. Und jetzt, Freunde, geht's aber auch schon direkt weiter, nämlich mit dem nächsten Spiel gegen Eintracht Frankfurt, Freunde. Und die stehen zwar in der Tabelle nicht so prickelnd da, aber Europaplätze sind tatsächlich noch in Reichweite. Platz 13 belegen sie momentan und haben legitim 3 Punkte, nicht nur auf Platz 6, sondern auch auf Platz 5. Das heißt, da ist tatsächlich echt noch was drin für die Eintracht. Also international geht noch was. Ja, und jetzt ist tatsächlich so ein bisschen die Zeit, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ja, mal gucken. Die Frankfurter werden natürlich alles dafür tun, um ihren Traum von Europa weiter im Leben zu halten. Auf der anderen Seite sind natürlich wir auch gefragt, ne? Genau. Wir wollen ja trotzdem noch die Meisterschaft gewinnen. Aktuell legen wir immer noch 1 Punkt hinter den Bayern. Ja, und das musst du erstmal wieder zumachen, Freunde. Und dafür sitzen wir jetzt also hier, Eintracht Frankfurt gegen Hamburger SV, heute in der, ich weiß gar nicht, wie heißt das Stadion von Frankfurt normal, Commerzbank? Ja, das wollte ich gerade nicht nennen, ich wollte keine Werbung machen. Ich wollte den Originalnamen haben, aber ich weiß nicht mehr, muss ich Momo mal fragen. Ich kann ja das Volksparkstadion nicht, auch die AOL Arena oder sowas, das damals war, Himmel. Naja, egal, hier seht ihr mal die Tabellenkonstellation, also 1 Punkt sind es tatsächlich zwischen beiden. Und wir haben genau dieselbe Tordifferenz, wir sind aktuell nur vorne, weil wir tatsächlich, ja, mehr Tore geschossen haben. Weil wir die beste Offensive stellen. Wären wir vorne bei Punktgleichheit. Also nehmen wir an, wir holen heute einen Punkt und Bayern verliert, dann wären wir vorne, weil wir mehr Tore geschossen haben. Wir haben einfach... Ja, du, ganz ehrlich, selbst wenn die Bayern mal ein schlechtes Spiel haben, dann gewinnen sie trotzdem 1-0 wie im letzten Spieltag. Ja, Ist echt hart. Also es ist wirklich... Also das wird ein Zittern bis zum letzten Spiel werden, Freunde. So, blicken wir auf die Startaufstellung von Frankfurt. Die treten an in ein 4-2-3-1-System. Ja, mit vorne Allaire drin. Ihr habt es dahinter schon gesehen. Dreierkette mit Van Ginkel, mit Ward-Prowse, mit Gacinovic, Toro und Vukesevic machen dann das Mittelfeld komplett. Die Abwehrreihe habt ihr euch hoffentlich selber eingeprägt. So schnell war ich jetzt nämlich gerade nicht gewesen. Ja, Freunde, aber das ist natürlich immer noch namhafte Spieler und auf unserer Seite haben wir natürlich ein Problemchen, ne, Jonas? Genau, einfach unsere B11. Ja, sagen wir mal so, der Leistungsunterschied ist nicht wirklich gering, ne? Sagen wir es mal so. Ja, also sagen wir es vorsichtig. Also, heute B11 angesagt. Wir müssen tatsächlich jetzt diese englische Woche mit B11 beenden, weil wir haben keine andere Möglichkeit. Die Herren aus Alf sind einfach noch vom Bremen-Spiel echt noch platt und dementsprechend muss heute die B11 das so ein bisschen richten. Wenig Stammspieler jetzt noch mit dabei. Ich glaube, 3 Stück sind es insgesamt noch aus der normalen A11. Ja, und die sollen es heute richten. Das wird dann wirklich natürlich schwer werden. Aber wir müssen einfach 3 Punkte holen, wenn wir im Meisterschaftsrennen dabei bleiben wollen, weil wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Bayern jetzt hier irgendwo Punkte lassen werden. Gut, okay, damit würde ich auch sagen, ist jetzt aber auch alles angerichtet. Los geht's, die Frankfurter in den schwarzen Trikots von links nach rechts. Wir in unseren klassischen Heimtrikots, passt tatsächlich beides von der Optik her besser. Ich kenne nämlich das Stadion der Frankfurter hier zumindest rein spieltechnisch schon, dass das gerne mal so einen dämlichen Schatten wirft. Und dementsprechend, ja, habe ich mich dann heute für die weißen Trikots entschieden, einfach zugrund der Übersichtlichkeit. So, wollen wir mal gucken, was das jetzt also heute so wird. Grüne, mit dem ersten Ball, der tatsächlich genau in die Füße von Allaire geht, der auch gleich den Abschluss sucht und die erste Ecke sich einholt. Uff, Freunde, uff. Bloß aufpassen, Ecke kommt rein, Schneider. Pollersbeck, eieiei, nächste Ecke. Also safe geklärt ist das alles noch nicht hier. So, weiter geht's. Nächste Flanke wieder in den 16er hinein. Toro! Latte! Himmel. Freunde, das geht schon gut los. Also Frankfurt zeigt dir gleich, ja, Europa, willkommen. Und wir haben hier noch zu zittern. Weiter geht's. Schneider hält erstmal da vorne auf. Aber jetzt wird's auch echt schwierig. Ja, Bates löst das spielerisch noch exzellent. Kriegt dafür auch natürlich noch 10 Applaus. War auch wirklich schwierig gemacht. Aber gut gelöst. Weiter geht's. Ball bei Donny. Donny schickt jetzt nochmal Bobby Wood auf die Reisen. Da ist die Kontermöglichkeit ist tatsächlich für den HSV. Rübergelegt auf Schneider. Emil Schneider! Jawohl. 7. Minute. Nach Alupech Frankfurt. Hinten trifft der Hamburger SV. Und das ist das Glück, was man tatsächlich auch im Meisterschaftskampf einfach mal braucht. Vorne klatscht beim Gegner nicht. Und hinten fangen sich dann den Konter. Gut gemacht. Risikoball hinten von Bates war der Ausgangspunkt. Toll spielerisch gelöst. Und dann tatsächlich der Konter mit Emil Schneider als Vollender. Toller Ball, genau in den Knick hinein, legt sich das Ding auch passend auf seinen linken Fuß zurecht. Rüno im Kasten, ja, kann da tatsächlich nichts machen, kassiert das Ding.
Sehr, sehr gut. Einzelführung, ganz, ganz wichtige Freunde. Übrigens schon wieder ein Auswärtsspiel, fällt mir gerade ein. Und das vierte Tor von Schneider, also mit eins der wichtigsten, die er bislang geschossen hat. So, weiter geht's. Ja, 1-0 Führung jetzt nach rund 8 Minuten. Was meinst du, wie sollte der Matchplan aussehen? Von uns? Ja. Von uns, gut. Ja, ich sag mal, so eine 1-0 Führung, die ist natürlich nicht schlecht, ne? Aber wenn wir sagen, dass wir noch nicht mal ganz 10 Minuten gespielt haben, dann sollte man sich darauf natürlich noch nicht ausruhen, ne? Aber tatsächlich, gängigerweise. Ich sag mal, so eine 1-0-Führung über 80 Minuten zu halten, das könnte etwas, ich sag mal, schwieriger werden. Boah, ja, dann wollen wir gucken, ob wir vielleicht was daran geändert kriegen. Bobby Wood ist nämlich am Start. Bobby Wood! Jawohl, Mensch, das. Ich will es jetzt nicht beschreien, ne, aber. Frage beantwortet? Das, Freunde. Ja, so ein 2-0 sieht natürlich schon besser aus, ne? Das sieht tatsächlich schon besser aus. So, 2-0, Freunde, ja. 12 Minuten gespielt. Ja, tatsächlich Frankfurt doch konteranfällig. Also man merkt, okay, vorne haben sie gute Ansätze, aber hinten stimmt das noch nicht ganz. Ich habe mir jetzt die Viererkette von denen nicht genau angesehen. Ihr kennt es jetzt natürlich ein bisschen besser als ich, aber da scheint es ein bisschen an Qualität zu fehlen oder zumindest an Tempo, um da vernünftig mitzuhalten. Aber vielleicht die Verteidiger ein bisschen zu langsam. Auf jeden Fall Bobby Wood hier auch zweite Szene von uns, zweites Kontertor. Natürlich kontern, das ist natürlich Bobby Wood seine Stärke. Solche Geschichten, die hat er natürlich ganz gerne. Fünfte Saisontor für ihn. Sehr schön für den Ersatzstürmer, auch eigentlich ganz okay die Quote. Kann man nicht meckern. Also 2-0 Führung schon nach 12 Minuten. Jetzt tatsächlich, also wenn Frankfurt einen Matchplan hatte, jetzt ist er über den Haufen geworfen. Das kann ich jetzt schon so vermelden. Dann frage ich dich jetzt einfach nochmal nach deiner Meinung. Jetzt nochmal nach meiner Meinung. Mensch, du, ja, so ein 2-0 sieht natürlich schon mal gut aus, ne? Aber, ne? Wir haben schon viel erlebt, ne? Wir haben schon viel erlebt und wir können tatsächlich noch mehr erleben. Zwar Zickler, der jetzt hier durchläuft. Zickler, rübergelegt, Bobby Wood, Bobby Wood, nein, Rüno! Nein, Mensch! Oh, Riesenglanztat und mega vergebene Chance von Bobby Wood hier. Riesenglanztat von Rüno, der tatsächlich das 3-0 und vielleicht dann schon den vorzeitigen Knockout verhindert. Eieiei, also die Frankfurter echt am Schwimmen, Freunde. Also das kann man nicht anders beschreiben. Die haben Probleme. Wenn es gerade um diese Konter geht, die Geschwindigkeit, die wir da mitbringen im Passspiel, da kommen die nicht hinterher. Aber wenn wir schaffen, tatsächlich wohl vorne das Ding so weiterhin so einigermaßen gut souverän da durchzuschippern und hinten gleichzeitig schaffen, einigermaßen dicht zu halten, sehr gut, Sakai, dann sehe ich tatsächlich den drei Punkten hier heute nichts im Weg stehen. Und wieder von Bobby Wood, gut gemacht. Ah, schade, Patzer noch gerade so dazwischen. Da wäre er schon fast weg gewesen. So, aber jetzt Van Ginkel nochmal die Chance hier nachzusetzen. Alea. Oh, Grüne versucht nochmal nachzulegen, klappt nicht ganz. Toro, Masuaku auf der Linksverteidigerposition ist weit nach vorne gerutscht. Jetzt Van Ginkel nochmal, Gacinovic, oh, schönes Zusammenspiel mit Van Ginkel. Nochmal die Flanke in den 16er, aber Abnehmer, Fehlanzeige. Zickler nochmal erstmal rausgeschlagen, das Ding. Kalidrim, Salcedo und der wird jetzt auch wieder früher in Druck gesetzt. Ja, die Hamburger versuchen jetzt tatsächlich, sich mit Pressing aus ihrer Situation zu befreien. Das könnte aber nach hinten losgehen, wo Kesic jetzt am Ball ist. Nochmal durchsteckt für Toro! Ah, da sind die Frankfurter tatsächlich wieder mit dem Anschlusstreffer. Ja, natürlich, sie müssen auf Gas drücken, sie brauchen jetzt die Offensive und sie stellen tatsächlich den Anschluss wieder her, Freunde. Aber ich weiß auch nicht gerade tatsächlich, wie ich das besser hätte lösen können. Also, das haben die Frankfurter schon gut gemacht. Hier auch wieder gut in der Szene drin. Ja, sie ziehen tatsächlich Bates hier ein bisschen weit raus. Er kommt auch da nicht ran, da habt ihr auch keinen Fokus gekriegt von FIFA. Das ärgert mich auch wieder ein bisschen in der Szene. Ja, und dann Toro macht es einfach gut. Pollersbeck. Ah, Fingerspitzen fehlen. Shit. Klappt nicht ganz und so also dann der 2-1 Anschlusstreffer. Aber Freunde, also auch heute wieder kein langweiliges Spiel, das ich euch präsentiere. Also über die Torausbeute in den letzten Wochen kann man nicht meckern. Boah, faul! Verdammte Axt, ey, Schiedsrichter. Das war ein Foulspiel und zwar ein astreines. Nee, tatsächlich, Ball für Alea. Ja, und das ist jetzt eins wahrscheinlich, ne? Himmel. Entschuldigung. Ich habe hier gerade ein wenig Probleme mit der Ausrichtung der Schiedsrichterlinie. Das ist mir jetzt noch nicht ganz schlüssig. Himmel, Arsch und Zwirn. Naja, jetzt tatsächlich also die Frankfurt direkt wieder am Drücken. Das wollte ich nämlich vermeiden, dass die jetzt tatsächlich direkt Fahrt wieder bekommen und wieder Richtung 2-2 marschieren können. Das möchte ich vermeiden auf jeden Fall. Sehr gut, Wagnermann, gut dazwischen. Van de Beek, jetzt rübergespielt auf Wood, der jetzt rechts natürlich Grüne starten sieht. Aber Masuaku passt da auch gut auf. Kriege ich Ball nicht rüber. Van Ginkel, Alea. Und jetzt tatsächlich auf den Gegenzug, Gegenseite wieder der Konter, jetzt den die Eintracht spielt. Ähnliche Szene wieder. Gacinovic! Verdammter! Scheiße! Mann! Shit, wir kriegen die Eintrachter
Offensive nicht gebändigt. Also volles Rohr, volles Kanonenrohr. Eintracht spielt halt das, was ein Frankfurter Eintracht halt so spielt. Offensiv, volle Granate, hinten scheißen sie drauf. 2:2, Ausgleichstreffer ist da. Oh, und wieder Gazimic, was ein Hammer. Aber ich krieg das nicht gestoppt. Ich müsste eigentlich einmal mehr für die Defensive abstellen. Damit hat sich das jetzt natürlich erledigt. Bei 2:2 stelle ich keinen mehr für die Defensive mehr ab. Verdammte Axt. Wieder 2 Tore geschossen, aber hinten auch halt wieder 2 gefangen. Das ist unfassbar. Mijat Gacinovic, Saisontor Nummer 6, 31. Minute. 4 Tore schon gefallen. Aber zumindest so ein Geld bekommen, haben wir was geboten. Unfassbar. Puh, weiter geht's. Zickler. Jetzt bloß nicht den Kopf in den Sand stecken, Freunde. Vukesic, und da war Schneider auch wieder ein bisschen zu langsam unterwegs. Freundchen, da musst du ein bisschen zügiger reagieren. Das hilft dir alle nichts. Kalidrim, Toro. Jetzt die Eintracht richtig im Vorwärtsmarsch. Da müssen wir aufpassen, dass das Spiel jetzt nicht noch drehen. Vor der Halbzeit. Promise. Oder Proms, Entschuldige. Ja, gegen Wagnumann setze ich hier durch. Zickler gut dazwischen. Sehr stark gemacht. Wagnumann schiebt nochmal ein bisschen an. Rüber zu Van de Beek. Van de Beek sieht unten jetzt Steinmann starten. Steinmann ist natürlich nicht der beste Mann für solche Bälle, aber klappt trotzdem noch. Bringt den Ball rüber zu Bobby. What? What? Ja! Da ist er wieder. Der Führungstreffer. 35. Minute. 3:2. Jonas, mir fehlen die Worte. Ja, mir auch. Also ich muss sagen, wir schießen aktuell in der Aufnahme des Sessions so viele Tore. Ja, wie gefühlt seit Wochen nicht mehr. Im Gegensatz, fangen wir uns natürlich auch was Gutes. Aber Freunde, also spielerisch zum Anschauen ist das für euch da draußen, glaube ich, ganz nett. Himmelarsch spielen. Ich hilf also. 3:2 in der ersten Halbzeit. Wie viele Minuten haben wir gespielt, hast du gesagt? 36. ist das jetzt. Bobby Wood, 6. Saisontor. 10 sind sogar noch zu gehen. Für 1 wäre also wohl sogar noch Zeit. Wehe, Frankfurt. Ich drehe euch den Hals um. Ich warne euch. Also wirklich. Ja, also wenn natürlich für uns, ne? Also. Ja, Alea. Wollen wir erstmal gucken, dass wir die erstmal vorbei kalt stellen. Erstmal auf Proms der Ball. Wagnumann kommt nicht ganz der. Proms mit der Flanke. Sakai gut dazwischen. Sehr schön. Rettet das Ding. Gibt den Einwurf. Masuaku. Toro. Wieder Masuaku. Ja, ein bisschen kräftiger gespielt, der Pass. Geht uns aus. Einwurf. Weiter geht's. Jetzt mit Gotoku Sakai. Oh, Masuaku schiebt's ja vor Grüne. Grüne wieder gepennt. Also rechte Flügel gefällt mir heute nicht so richtig. Muss ich ganz klar zugeben. Alea rübergespielt auf Proms. Wieder Alea. Aber Wagnumann passt auf. Rübergespielt zu Van Drongelen. Sehr gut. Wagnumann. Zickler. Grüne. Wieder Zickler. Auf Joscha. Und Einwurf. So, vielleicht kriegen wir es ja zumindest zur Halbzeit irgendwie so ein bisschen durchgespielt. Eigentlich habe ich jetzt keine große Lust, dann nochmal mir einen zu fangen, wenn ich ehrlich bin. Auf der anderen Seite, ja, die Frankfurter, die pressen wieder so brutal früh. Ich hasse sowas. Alea, Vukosevic. Langer Ball, aber das ist kein Problem für Pollersbeck. Gut gemacht. Pollersbeck, jetzt wie ein Basketballer, lässt sich oben drüber. Bates. Oh, wieder Penn Schneider. Das gefällt mir gar nicht, was der Junge da macht. Also der ist in der ersten Halbzeit bis auf seinen Tor ein Totalausfall. Toro. Ah, Van de Beek, gut dazwischen. Van de Beek, jetzt aber Richtung Bobby Wood, Freunde. Das gibt's doch nicht. Wood ist wieder durch. Wood alleine gegen Pavlenka. Und er schießt den Dreierpack in der ersten Halbzeit. Bobby Wood. Himmel. Ah, und wohl den. Und die Pfiffe im Hintergrund. Ja, ja, echt. Hart. Natürlich, klar. Also kommst du 0:2 liegst du hinten. Feierst dein Comeback. 2:2 und kassierst in der ersten Halbzeit noch wieder 2 Butzen. Und wohl dem, der so einen Ersatzstürmer hat, Freunde. Dreierpack geschnürt in der ersten Halbzeit. Alter Verwalter. Ja, das ist das. Die BL versucht sich heute hier echt zu präsentieren. Also sie tun wirklich ihr Bestes. Also hinten nicht immer ganz so prickelnd, aber vorne echt starke Leistung. Gerade wie gesagt, Bobby Wood hier absolut mega. So, Nachspielzeit läuft jetzt auch schon. Wood gewinnt nochmal tatsächlich den Ball. Oh, stark gemacht. Jetzt Van de Beek schickt dann nochmal Bobby Wood auf die Reise. Aber nee, noch eins ist ihm jetzt nicht vergönnt. Ah, das wäre auch zu schön gewesen. Ja, das hier ist auch wieder ein bisschen viel des Guten. Nochmal Röno. Das dürfte der Schiri jetzt jemand zur Halbzeit pfeifen. Patzern lässt sich auch die passende Zeit dafür. Jupp, das passt. Also 4:2 in der Pause. 6 Tore. So, wir sehen manchmal nicht in 3 Spielen. Himmel. Das stimmt. So, begleitet werden wir übrigens von den Pfiffen der Fans der Frankfurt. Die Defensivleistung ist natürlich auch grauenhaft, muss man sagen. Also 4 Gegentore in einer Halbzeit. Himmel. Ja, Jonas, also komm, ordne mal ein bisschen für uns diese Halbzeit ein. Wie soll ich das einordnen, Malte? Ich meine, ganz ehrlich, das ist ein
ein Wechselbad der Gefühle, ja, eine Gefühlsachterbahn schon fast. Ne? Wir gehen dann mit 2 Toren in Führung, ne? Freuen uns schon unseres Lebens. Wir reden wirklich schon davon, noch ein Tor, ja, und wir gehen ja heute vermutlich mit 3 Punkten vom Platz, ne? Dann kommt aber Frankfurt wirklich nochmal mit den 2 Toren zurück und dann fangen sich nochmal 2 Tore von uns ein. Also das ist wirklich. Was willst also, du dazu das noch ist sagen, vor allem, ne? Also der Spielbericht von dir, der klingt nach 90 Minuten geilem Fußball, aber das waren halt erst 45 Minuten geiler Fußball, das muss man sich mal vorstellen. Und wir haben nochmal 45 Minuten, ne? Also ja, echt, da ist noch viel, viel unfassbar. Zeit. Das kann heute auch wirklich echt ein Spiel für die Geschichtsbücher hier werden, zumindest wenn man das Tempo so beibehält. Ja, ansonsten muss man tatsächlich sagen, eigentlich chancenmäßig ausgeglichene Nummer. Die Frankfurter machen halt noch nicht so viel aus ihren Chancen, im Gegensatz zu den Hamburgern. 5 Chancen, 4 Tore. Bobby Wood einfach unfassbar unterwegs heute, also richtig stark. Auf der anderen Seite Ballbesitz auch eigentlich eher pro Frankfurt. Also wir konzentrieren uns wirklich auf diese Konter, haben uns verlagert jetzt. Ja, und wir machen es auch einfach gut. Muss ich manchmal auch mal loben. Wie gesagt, nur Schneider, der ist bislang noch ein bisschen so ein Ausfall. Grüne auch mal kondimäßig schon ein bisschen im Eimer. Ja, ein paar Wechsel wird das logischerweise nachvollziehen müssen. Aber wir werden es erstmal so weiter angehen. Natürlich, klar, so einen geilen Rhythmus, den darfst du jetzt erstmal nicht zerstören. Wollen wir mal gucken. Also ich möchte euch nicht zu viel versprechen, Freunde. Nochmal 6 Tore sind vielleicht ein bisschen arg viel. Aber ich bin mir sicher, 1-2 fallen tatsächlich jetzt noch in Halbzeit 2. So, wollen wir mal gucken. Wir natürlich mal beide für uns, ne? Ja, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, jetzt 4-2, 1 noch und dann haben wir eigentlich doch den Deckel zu. Wollen wir erstmal gucken, jetzt aber nicht einen Tag von Abend loben. Weiter geht's jetzt erstmal mit Schneider, rübergespielt Richtung Grüne, schade. Na, Van de Beek dabei, Steinmann, Wagnumann, Zickler, Van de Beek, Wood! Oh, Mensch, du. Oh, Himmel, guckt euch das Ding an, abgefälschtes Drecksding, aber so an so einem goldenen Tag kann sogar das Teil reingehen. Am Ende nur Aluminium. Himmel. Ja. Also Freunde, es geht hier einfach munter weiter. So, Zeit für den Eckball. Zeit, dass der Ball Richtung David Bates kommt. Bates! 5-2! Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Jetzt treffen selbst die Innenverteidiger. David Bates, der Schotte mit der Kapitänsbinde. Rockt die Bude. 5-2, Freunde. Ja, das passt einfach ins Spiel. Ich sag dazu nichts mehr. Geile Ecke. Super Kopfball. Grün um Kasten. Ja, ohne große Chance. Da kann ich viel machen. Die Flugkurve ist echt gut. Starkes Ding. Tor von Bates. Erstes Tor. Erstes Tor der Bundesliga. Ja, das ist aber wirklich. Ja, das kann auch nur an heutigen Tagen passieren. Also, das sind wirklich. Also, wenn ihr singen wollt, an Tagen wie diesen, ihr dürft. Himmel. Wir ersparen euch das an dieser Stelle mal. Ja, also von daher. Oder so. Ja. So, weiter geht's. Vukovic. Also eigentlich müsste das Spiel jetzt gegessen sein, zumindest aus Sicht der Frankfurter. Da dürfte jetzt nicht mehr viel gehen. Oh, Wagnumann, guck dir an, wie viel Platz der wieder hat. Joscha Wagnumann läuft jetzt Richtung Tor zu. Joscha Wagnumann sucht nochmal, findet nochmal Bobby Wood. Oh, ich dachte schon, ey. Das wäre jetzt aber... Er arbeitet an seinem Viererpack, Freunde. Er arbeitet dran. Diesen Ball tatsächlich nicht ganz richtig getroffen, aber ja... Also ich bin ganz ehrlich, als Frankfurt-Fan heute in dem Stadion, ich käme mir so verarscht. Ja, auch wirklich. Also hier geht's nur drunter und drüber. Also geile Auswärtsfahrt, das muss ich sagen. Also die Kilometer haben sich gelohnt. Aber ansonsten, na, wobei, na, noch ist ein bisschen zu gehen. Noch ist ein bisschen zu gehen. So weiter geht's. Masuaku. Ja. Mit dem Einwurf. Na, täuscht links an. Geht damit dann doch ins Zentrum mit dem Ball. Toro, Vukovic, Salcedo, Masuaku, Müller. Übrigens der Ex-Hamburger bei Nikolai Müller. Toro, Vukovic, Van Ginkel. Ja, jetzt tatsächlich mal einmal wieder die werten Herren in Schwarz mal wieder am Spielen mit Müller. Flanke in den 16er, David Bates. Oh, vielleicht ein bisschen optimistisch, den jetzt schon rauszuballern. Egal, Wood macht sogar den Ball fest. An solchen Tagen wird auch Bobby Wood die Kopfballduelle. Ich sag euch das, Freunde. Nochmal zweiter Anlauf. Wood kriegt das Ding nochmal vor die Füße gelegt. Und jetzt läuft Schneider wieder. Schneider, Richtung gegnerisches Tor. Schneider bremst ab. Oh, Wood, bleibt doch mal wieder stehen, Junge. Himmel, dass ihr immer so durchrasen müsst. Ihr macht mich fertig damit. Warum bleibst du da nicht einfach stehen? Van Ginkel jetzt. Da müssen wir aufpassen. Wir müssen erstmal die Lücke zurennen. Gut gesehen hier von Matti Steinmann, dass er da hin muss. Florian Müller, top aufgehalten. Bates, Van Drongelen, Neuaufbau. Schöner Flügelwechsel auch gleichzeitig mit dabei. Und jetzt der Ball vielleicht für Zickler in den Raum. Ja, kommt gut. Aber Röno kommt auch aus dem Kasten raus. Dürfte das Ding haben. Jupp, geht auf Nummer sicher. Klärt den Ball ins Aus. 60. Minute. Wieder Zeit für uns für ein paar Wechsel. Ja, Freunde, unser Außenbahnspieler, ihr seht schon, also die nimmt das Spiel auch echt mit. Da können wir gleich am besten beide tauschen gehen.
Ansonsten vielleicht noch Draft mal ein paar Spielminuten geben für Van de Beek. Ja, das passt. Auch gleich alle drei Wechsel ziehen. Ja, sind am Ende einer englischen Woche, Freunde. Da ist das normal. Da sind die Herren ein bisschen fertig. Dementsprechend ist also der Dreifachwechsel auf unserer Seite. Aber gut verdiente Arbeit heute. Also ihre Sporen haben sich die Herren weitestgehend verdient. Draft jetzt sich aber mit einem sehr interessanten Ding. Egal, zweiter Ball. Oh, der landet auch schon wieder bei Sakai. Ah, nee, nicht ganz. Patzan dazwischen. Und jetzt tatsächlich nochmal die Kontermöglichkeit für die Frankfurter mit Suseta, der jetzt tatsächlich gesteckt wird. Suseta, nochmal den Flankenball rüber für Müller! Ah, totgesagte Leben länger, Freunde. 3 zu 5, Nikolai Müller. Gut gespielte Aktion hier, Frankfurter. Jetzt mal unsere Abwehrkette überspielt. Ja, ich habe gesagt, zwei Tore fallen, aber zwei sind es gefallen. Also jetzt reizen wir aber da auch. Also mehr muss es jetzt auch nicht sein. Achtes Tor in der heutigen Partie. Nikolai Müller, gut gespielte Aktion. Ja, heute nicht der Tag der großen Defensiven. Pollersberg im Kasten, fehlt auch wieder ein bisschen was. Aber der Schuss war auch gut, muss man auch ganz klar so sagen. Also Tor für den Ex-Hamburger Nikolai Müller. Trifft hier zum 5 zu 3. Ah, Freunde. Frage ist jetzt, muss man ein bisschen aufpassen oder ist das jetzt soweit alles geklärt? Das ist jetzt hier die entscheidende Frage. Van Ginkel nochmal, Müller. Weitergeleitet auf Allaire. Masuaku. Schön dazwischen gegangen. Na, Masuaku aber im zweiten Ball noch dran. Also mit Müller kommt es tatsächlich wieder Offensivdynamik rein bei den Frankfurtern. Der Wechsel hat ihn gut getan. Van Ginkel. Masuaku. Wieder Müller. Wieder Masuaku. Masuaku nochmal auf Allaire. Oh, Van Drongelen. Wichtig. Gut, dass der dazwischen war. Einwurf. Kaldrim. Ah, Jairo. Gut dazwischen. Drafs. Nochmal Richtung Jairo. Oh, schlechter Kopfball. Das wird gefährlich. Oh, Bates. Riesenaktion. Ganz, ganz wichtig, dass der Mann dran war. Und jetzt tatsächlich wieder die Kontermöglichkeit für den Hamburger SV. Wieder läuft der Ball über Bobby Wood. Wood auf dem Weg zum gegnerischen Keeper. Wood bremst ab. Dreht ein. Gressel. Oh! Oh nein. Warum denn die Ecke? Das gibt's ja nicht. Aluminium. Himmel. Eieiei. Das Ding ist ja schwerer, das Ding an den Pfosten zu hauen als... Vergiss die Partie, Freunde. Vergiss einfach alles, was ihr über Fußball gelernt habt. 6 zu 3. Viererpack, Bobby Wood. Traumtörchen. Jetzt hier auch noch nachgeschlossen. Kriegt nochmal 360-Grad-Kamera. Super Ballannahme. Gute Verarbeitung. Und ich weiß nicht, die Frankfurter Pender wieder haben den Typen nicht richtig zugestellt. Oh, er hat sich da auch einfach nur gut gelöst. Und. Oh, nee. Also, das Spiel müssen wir nachher unfassbar Revue passieren lassen. Also, Himmel. Das in Kontext zu kriegen, aber Freunde, das ist wirklich eine einmalige Nummer hier. Das ist wirklich krass. 6 zu 3, Freunde. Und das Spiel ist noch immer nicht vorbei. Nein, wir haben noch 20 Minuten auf der Uhr. Ich fasse es nicht. Weiter geht's. Jairo. Und wieder die Hamburger im Kommen. Diesmal über Schneider. Schneider, ja, mit dem Ball Richtung Gressel. Amasuaku passt schon auf. Ist okay. Rausgeschlagen, das Ding. Gressel. Steinmann. Ah, gefährlicher Ball, aber er musste auch spielen. Von hinten kam nicht Allaire mit Druck an. So, also gut geklärt. Weiter geht's. Suseta jetzt am Ball. Ah, kommt den aber nicht mehr ganz im Griff. Dementsprechend Einwurf für die Hamburger. Jairo, Wagnumann, Drafs. Ah, gut. Naja, gut gestellt von Fallett. Jetzt Nikolai Müller. Nochmal Allaire. Van Ginkel. Wieder Richtung Müller. Toro. Masuaku, der ist mittlerweile auch platt, Freunde. Also auch die englische Woche macht sie auch bei den Frankfurtern bemerkbar. Nochmal Masuaku, nochmal hintenrum über Fallett, Kaldrim, weitergeleitet auf Suseta, der ist auch noch frisch. Lässt nochmal Jairo aussteigen, Kaldrim. Ja, die Frankfurter lassen sich auch natürlich erst die gebührende Zeit mit dem Angriff. Ah, Steinmann, gut gemacht. So, 10 Minuten sind es noch, Freunde. 3 Tore, 10 Minuten, ja, das wird langsam knapp mit der Zeit. Also den Sieg könnten wir vielleicht schon verbuchen, wenn wir optimistisch sind. Weiter geht's jetzt aber erstmal. Nochmal Suseta. Nochmal der Kopfball von Toro. Daneben. Ja, heute muss ich auch bei Halbgarnschüssen echte Panik machen, weil irgendwie geht ja heute sowieso alles rein. Weiter geht's. Steinmann. Oh, guter Druck gesetzt. Aber eigentlich auch hier wieder ein Foulspiel. Steinmann liegt jetzt gerade auf dem Boden. Kommt jetzt noch wieder hoch. Klar, muss er auch. Offensivaktion. Toro! Pfosten! Rausgeklärt von Sakai. Wood. Himmel, was ist denn das für eine Partie? Was ist denn das für ein Spiel? Nochmal Schneider, nochmal Schneider, Schneider, nochmal Richtung Bobby Wood. Bobby Wood gegen Pavlenka. Ah.
Diesmal geht ein US-Amerikaner tatsächlich der Garfor aus. Schade drum. Weiter geht's. Aber noch sind wir nicht vorbei. Nochmal Bobby Wood. Patzt dann diesmal dazwischen. Zu Seta. 6 Minuten sind's noch. Bates, der Torschütze. Als Innenverteidiger. Sehr optimistisch, dass er so weit rausgerückt ist. Bringt Allaire natürlich eine gute Position. Aber Sakai, der erfahrene Abwehrmann, hat das Ding im Griff. Nochmal auf Pollersbeck. Der nochmal nach vorne. Sehr gut durchgesetzt von Drafs. Wood. Nochmal Richtung Schneider. Sakai. Der eingewechselte Gressel. Tunnelt dann nochmal seinen Gegenspieler. Nochmal Ball Richtung Bobby Wood. Aber Fallett dazwischen. Klärt raus. Ja, und jetzt sind es noch 3 Minuten plus vielleicht 3 Nachspielzeit, Freunde. Also das Ding ist jetzt tatsächlich gegessen. Aber was eine Wahnsinnspartie. Genießen wir es einfach noch in den letzten Zügen. Nochmal Gressel. Nochmal Sakai. Schneider. Ah, Steinmann kommt mit dem Ball nicht weiter. Allaire, Suseta, Allaire, Van Ginkel und Müller gegen Sakai, setzt sich hier gut durch. Toro, Van Ginkel, Suseta, Allaire, Suseta. Sehr gut vom Wagnermann. Oh, Freistoß, ich weiß es ja nicht. Himmel, der Schiedsrichter pfeift aber auch heute gegen mich. Egal, weiter geht's. Gibt tatsächlich nochmal den Freistoß. Nochmal die Flanke in den 16er. Jairo dazwischen. Nachspielzeit läuft jetzt auch schon. Drafs kriegt den Ball nicht. Zweiter Ball dementsprechend bei den Frankfurtern. Nochmal Van Ginkel hier gestoppt. Vukosevic. Vukcevic, wie auch immer. Suseta. Nochmal auf Kaldrim. Nochmal die Flanke Richtung Allaire. Nochmal hier. Bloß weg damit, Freunde. Genau. Und das dürfte jetzt gewesen sein. Freunde, was ein Spiel. 6:3 gewinnt am Ende der Hamburger SV. Man of the Match, brauchen wir gar nicht drüber unterhalten. Bobby Wood, 8 Schüsse aufs Tor, 4 davon drin. 4er-Pack geschnürt. Einfach ein geiler Tag. Jonas, ich überlasse dir erstmal so die erste Einordnung. Die allererste. Die allererste Einordnung. Ja, was soll man dazu ganz groß sagen? Ich denke, das Ergebnis sagt relativ viel schon aus. Also das war ein Spiel, wie wir es, glaube ich, noch nie wirklich gesehen haben. Also, ich habe es ja schon teilweise gesagt, eine wirkliche Achterbahn der Gefühle. Ne? Ich denke, ich brauche es jetzt nicht nochmal zu wiederholen, wie der Spielverlauf hier war. Ich denke, daran erinnert ihr euch jetzt doch noch gut genug. Ja, ich weiß gerade noch gar nicht, was ich da wirklich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Also, das ist ein Spiel, wie wir es so wirklich, glaube ich, noch nie hatten. Wirklich, also absolut krass. Versuchen wir es mal kurz ein bisschen einzuordnen. Also, Freunde, rein statistisch betrachtet haben wir 9:11 Schüsse, also schon mal 20 Schüsse, die wir heute gesehen haben, davon einfach 9 im Tor gelandet. Also, die Chancenverwertung auf beiden Seiten ist halt einfach absolut gut. Also, die von uns überragend und die von Frankfurt auch schon echt nicht von schlechten Eltern. Ja, Ball ist gleich pro Frankfurt, das ist tatsächlich in so einen Tagen egal, wenn wir ehrlich sind. Ja, also, wenn ich jetzt zähle, wir haben jetzt hier heute 9 Tore gesehen, Freunde. 9 Stück und wenn ich mich nicht verzählt habe, das ist ja das Unfassbare an dieser Partie, hatten wir noch 4 Aluminiumtreffer gehabt auf beiden Seiten, zusammengerechnet. Das heißt, es hätten auch einfach nochmal 4 Stück fallen können, hätten auch deutlich 13 Tore werden können, ohne Probleme. Unfassbares Ding. Ne, gucken wir uns ganz kurz an, also Bobby Wood natürlich Mann des Tages, keine Frage. Die andere Geschichte ist, wer hat die Vorlagen heute gegeben? Also Bates übrigens auch mit dem Tor, natürlich Glückwunsch, ne? Kann dann ausgeben gehen, erstes Bundesliga-Tor. Vorlagen kamen heute von Van de Beek, 2 Stück, von Steinmann, Schneider, Wood selber hat auch eingegeben, Zickler auch noch eine. Ja, da kam schon ganz gut was zusammen, aber wie gesagt, auf jeden Fall Bobby Wood heute Man of the Match, keine Frage, absolut geiles Ding. Ja, und jetzt natürlich die Frage, was haben die Bayern gemacht oder was machen sie noch? Das ist jetzt hier natürlich das Entscheidende, Freunde. Das ist hier das Entscheidende. Sie gewinnen. Natürlich gewinnen sie. Okay, wir gucken einmal auf die Ergebnisse. Das heißt, jetzt einmal hier ganz nach unten durch. So, und wir müssen beginnen bei, das ist eine gute Frage, bei hier, genau, bei Augsburg gegen Wolfsburg. Also Augsburg verliert im Keller das nächste Duell hier, 0:2 Sieg für die Wolfsburger. Wir mit diesem legendären 6:3 auswärts in Frankfurt, unfassbares Ding. Hoffenheim gewinnt 1:0 bei Bremen, damit Bremen jetzt tatsächlich so langsam, wird es kritisch, also Champions League wird zumindest ein bisschen knapp. Mainz und Schalke trennen sich unentschieden 1:1. Köln gewinnt auswärts bei Leipzig mit 3:1. Hertha BSC und Hannover 96, ich habe irgendwie heute den Namen, trennen sich 2:2. Okay, Bayern mit einer Machtdemonstration ähnlich wie wir, nur auf anderem Niveau. 4:0 glatt gegen Leverkusen gewonnen und das gegen einen ehemaligen Tabellendritten.
Ich fasse es nicht. Diese Bayern. Ja, und dann auch 0-0 zum Abschluss zwischen Stuttgart und Gladbach. Also, gucken wir mal drauf, Freunde. Das heißt, die Bayern haben es jetzt tatsächlich geschafft, unsere Tordifferenz zu überholen. Trotz unseres 6-3-Erfolgs haben sie uns jetzt in der Tordifferenz überholt. Einfach, weil die hinten so krass stehen. Hinten einfach bockstark. Ja, also ein Punkt und ein Tor mehr haben sie jetzt als wir nach Tordifferenz. Weiterhin, Kampf bleibt einfach spannend. Kann man nicht anders sagen. Ich überlege gerade. Ja, also, einfach eine Niederlage haben wir zu viel aktuell, egal. Ja, dann geht's weiter. Platz 3, Hoffenheim, 42 Punkte. Die erste jetzt die 40 Punkte mal knackt. Damit können wir übrigens Hoffenheim aktuell zum Klassenhalt gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's mit Leverkusen, Köln, Schalke. Ja, alles noch richtig beieinander. Stuttgart auf 7, 8 Gladbach, 9 Wolfsburg, Dortmund 10. Werder, Mainz und dann kommt Frankfurt. Ja, Frankfurt ist tatsächlich auch wieder ein bisschen die Mannschaft, die jetzt tatsächlich dank unseres Sieges sich draus verabschieden darf, so ein bisschen aus dem Rennen von Europa. Da werden jetzt die Hoffnungen so langsam ein bisschen knapp. Haben noch Hertha dahinter und dann blicken wir in den Abstiegsbereich rein. Hannover hat sich da jetzt auch tatsächlich mit dem Pünktchen noch ein bisschen weiter rausgearbeitet. Also jetzt wird es auch langsam eng. Die Luft Hicks hinten wird dünn. Eigentlich muss ich jetzt tatsächlich mal nachrechnen. 12 Punkte braucht Nürnberg. Ja, also noch ist es drin. 12 für einen Relegationsplatz, beziehungsweise 16. Ja, genau, 16 sind es bis zum rettenden Ufer. Letzteres 16? Schwachsinn. Nee, 12 sind es bis zum rettenden Ufer auch, Malte. Und 8 sind es bis Leipzig. Ist okay. Ja, Freunde, einfach krasse Partie. Ich bin da einfach durch und bedient mit. Und ihr könnt euch vorstellen, was da gerade vorgeht. Also hier klimpert nur noch der Affe rum. Gut, okay. Jonas, hast du noch irgendwelche Abschlussworte? Ich denke, das war eine Folge, die uns allen sehr, sehr lange in Gedanken bleiben wird. Ne? Also. Ja, absolut. Also wirklich krasses Teil. Gut, okay, damit würde ich sagen, Freunde, sind wir jetzt durch an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif und haut rein. Ciao.